Herzlich willkommen zur Pressekonferenz des 10. Spieltages. Wir spielen bei Hansa Rostock am Samstag um 14 Uhr im Ostseestadion. Uns begleiten bisher etwa 1200 Fans, bis zu 1500 werden erwartet. Mit mir hier oben heute Bendy Wexler-Bern, der eine Vergangenheit in Rostock hat, und Cheftrainer Heiner Backhaus. Und du darfst gerne mit dem Personalupdate beginnen. Ja, hallo in die Runde. Endlich geht's wieder los nach der Länderspielpause. Wir haben heute, ich muss am Zettel gucken, also Verletzungsklagen haben Dustin Wims, hat eine Zerrung aus dem Spiel gegen Teutonia Weiden. Leroy Zeller ist kränklich angeschlagen. Genauso wie Leo Putaro, der heute Morgen das Training absagen musste, war beim Arzt. Müssen wir gucken, ob das eine Punktlandung wird oder ob wir das nicht riskieren wollen in der englischen Woche. Und Julian Schwermann hat die ganze Woche über nicht trainieren können. Dazu Kevin Goden, der verletzt war, dann in der Woche der Rehabilitation noch krank wurde und gestern Nachmittag das erste Mal wieder leicht trainiert hat, heute Morgen dann vollumfänglich. Heute war aber mindeste Intensitätsstufe. Und müssen wir gucken, ob das morgen Sinn macht. Aber auf jeden Fall war er wieder dabei. Anders Backert hat gestern im Fördertraining mit den U17 und U19-Spielern vollumfänglich trainieren können. Gab keine Reaktion, weder im Knie noch muskulär. Und hat heute schon vollumfänglich trainiert. Wir werden morgen das Abschlusstraining abwarten, ob das schon Sinn macht. Aber ich denke mal, dass spätestens Ende der englischen Woche, vielleicht sogar schon Dienstag, ein Teileinsatz möglich wäre, wenn er sich gut fühlt und immer in Rücksprache mit den Ärzten, die das grüne Licht dazu geben. Ansonsten sind alle wieder dabei. Toni Heinz ist genesen und alle anderen Jungs waren heute an der frischen Luft. Ich freue mich auf Ihre Fragen. Was hat Jule? Krank. Ganz normal. Parlainfekt, ja, genau. Was war der Schwerpunkt in der länderspielfreien Zeit bei der Trainingsarbeit? Zu Beginn Spiel im letzten Drittel. Nicht Übergangsspiel, sondern wirklich Boxbesetzung. Verwerten von Tormöglichkeiten, Überzahl ausspielen, Ballgewinne belohnen und veredeln. Aber jetzt gegen Ende der Woche natürlich auch wieder zurück zur Pflicht. Denn die Ballgewinne kommen durch Spiel gegen den Ball. Erst dadurch kommen wir in die Situation, Räume, wo wir uns dann am Ende noch nicht belohnt haben. Und war schon eine wichtige Zeit für uns. Wir haben die natürlich auch genutzt, um gegen Nijmegen nochmal zu testen, nochmal in der Breite und Tiefe des Kaders nochmal Spielern Chancen zu geben auf den Positionen. Und haben sich einige empfohlen, auch schon gegen Teutonia Weiden beim 4-1. Sehr gute Leistung gemacht in beiden Halbzeiten. Erste Halbzeit bei uns so die Jungs, die nicht im Kader waren oder wenig Spielzeit haben. In der zweiten Halbzeit fast komplett nur 19. Da hat Vater Nademi auf sich aufmerksam machen können. Gegen eine richtig gute Mannschaft, die auch in der Oberliga in Bonn gewonnen hat. Und 4-1 sie zu schlagen, das war schon gut. Ja, und einen Tag später haben wir dann mit unserer vermeintlichen, mit dem engeren Kader in Nijmegen getestet. Haben leider 0-1 verloren, aber das war auch der einzige Torschuss, bezeichnenderweise nach einem Freistoß, der keiner war. Und wir das Spiel mit mindestens 2 oder 3 Toren gewinnen können, wenn nicht müssen, hatten dort die totale Kontrolle mit und gegen den Ball und haben da schon sehr viele Entwicklungsschritte gesehen, auch im Spiel mit dem Ball, die einfach trainiert wurden diese Woche. Diese Abschlussschwäche verfolgt euch ja nicht nur in der Länderspielpause, sondern ist ja das Muster in der Saison. Wie geht ein Trainer damit um? Also einerseits willst du das ja wahrscheinlich nicht permanent thematisieren, damit es nicht weiter verfestigt. Andererseits ist das natürlich da, das Thema. Ja, aber komplett lösungsorientiert und nicht problemorientiert. Ich denke, dass erstmal die Verantwortung, Tore zu schießen, nie nur die Stürmer haben, weil das ist ja immer so das Erste, wo jemand dran denken mag, wenn er wenig Ahnung vom Fußball hat. Es geht um alle. Alle können Tore erzielen, gerade bei Standards, gerade bei Umschaltmomenten. Da gibt es keine Position. Im Umschaltspiel gibt es nur noch Prinzipien. Und da waren auch schon Innenverteidiger vorne, die Tore hätten machen können. Außenverteidiger waren immer torgefährlicher. Sascha Strujic hat ja nicht umsonst die meisten Torschüsse abgegeben in den letzten Wochen, weil er einfach immer da ist, dann noch, wo der Ball in der Box ist. Und auf der rechten Seite hinkte das so ein bisschen, da waren wir nicht so aktiv. Also die linke Seite war immer torgefährlicher als die rechte Seite bislang. Und deswegen, das auf breite Schultern strecken, wenig Fokus aufs Problem, viel Fokus auf die Lösungen, Mut zu sprechen, immer wieder wiederholen. Und am Ende geht es ja darum, auch zu reflektieren, dass wir uns belohnen müssen. Und Lohn ist ja immer der Verdienst von harter Arbeit. Und wir dürfen nicht den
anderen Aspekt vergessen, dass wir in die Situation kommen, weil wir so gut gegen den Ball sind, weil wir so diszipliniert spielen, weil wir so viel investieren. Und da muss jetzt die Balance wiederhergestellt werden, weil sonst, wenn wir nur glauben, wir kommen ins letzte Drittel ohne Gegenwehr, dann ist das weit gefehlt. Haben Sie in den letzten Tagen, die ja dann ein bisschen trainingsintensiver waren, so eine Entwicklung gesehen? Ja, natürlich. Du bereitest dich ja permanent auf Spiele vor. Wir hatten jetzt vor 2 Wochen noch eine englische Woche, wo wir kaum trainieren konnten. Ich möchte an der Stelle nochmal Dankeschön an die Stadt Wöselen sagen, weil wir einfach dort auf Top-Bedingungen trainieren können. Na, wir wissen, dass dort der Platz unter unserer Intensität leidet. Ja, das ist nicht selbstverständlich, wenn das Wetter wechselt. Aber wir durften dort letzten Freitag unser Testspiel spielen. Wir haben die ganze Woche dort trainieren können. Und das ist einfach mal, muss man an der Stelle mal sagen, das ist nicht selbstverständlich. Und dafür möchte ich mich von Herzen bedanken, weil das uns kurzfristig natürlich die Möglichkeit gibt, Dinge dann auch zu üben im Training, die wir im Spiel brauchen. Und die Jungs sind gerne da drüben, fühlen sich wohl. Und du kannst halt auch nur auf dem Belag besser werden, auf dem du spielst, weil sonst ist es nicht spielnah. Und da geht es nicht um Übungen, die spielnah sein müssen, sondern es müssen auch die infrastrukturellen Dinge spielnah sein, sonst wird es halt schwer. Ne? Und gerade im Thema mit dem Ball, wo du eine Erfolgsstabilität reinkriegen musst, wo Abläufe von Erfolg gekrönt werden müssen, ne? Gerade für die Offensivspieler, hilft das dann schon. Und war ja auch so dann im Training, dass die Trainingsspiele dann mal nicht 0-0 ausgegangen sind, dass wir getroffen haben, ja, dass wir auch mal viele Spieler wieder beisammen haben, die verletzt waren, immer so parallel verletzt waren, dass der eine gesund war, dann war der eine verletzt und jetzt umgekehrt. Und dass mal Spieler auch mal auf Minuten kommen im Training zusammen, das ist ja wichtig auch fürs blinde Verständnis. Das siehst du natürlich schon, klar. In der Auflistung der erkrankten und verletzten Spieler tauchte Dustin Wilms auf. Ist er wieder näher ran an den Kader? Er war ursprünglich mal aussortiert. Ist er jetzt ein komplettes Mitglied, der möglicherweise wieder... Ja, aber aussortiert. Wir haben einigen Spielern, wie auch anderen, im Sommer nahegelegt, aufgrund der Situation im Kader, dass es schwierig wird für Spielminuten. Da geht es ja nicht darum, ob man jetzt ein bisschen näher dran ist oder nicht. Da geht es ja darum, wie hoch ist die Chance, Stammspieler zu sein. Und da waren wir ehrlich. Dann haben wir in der Transferperiode versucht zu helfen, dass die Jungs durch ein gutes Feedback bei anderen Clubs woanders unterkommen. Ein Spieler hat aber einen Vertrag und Vertrag kommt von Vertragen. Der wurde geschlossen, der wird dann auch gehalten. Und ab dem Moment ist doch Dustin Wilms auch ein Lasse Östlein, ein vollumfängliches Mitglied des Kaders und verhalten sich tadellos. Habe ich ja jetzt schon auch beim Fan-Talk gesagt. Ist eher eine Bereicherung für die Kabine. Nichtsdestotrotz haben wir auf der Position schon richtig gute Spieler, die leider noch nicht so viele Minuten miteinander hatten, weil sie parallel immer Verletzungen hatten. Und deswegen ist er näher ran, weil er ein ordentliches Spiel gemacht hat gegen Teutonia Weiden. Das darf ich ihm attestieren. Auch Lasse Östlein hat hervorragend gespielt. Aber die Leistung einen Tag später gegen Nijmegen war so, dass wir den holländischen Ehrendivisionist komplett eingeschnürt haben. Über 90 Minuten. Und das Spiel war sportlich dann noch besser. Insofern zählt wie immer die Leistung. Und da ist es mir egal, ob ein Spieler jetzt wieder näher dran ist oder ob er vorher im Sommer, ob ihm nahegelegt wurde, einen Verein zu finden. Mich interessiert nur die Leistung hier und jetzt. Eine der offenen Fragen, die jetzt beantwortet werden sollten in der kleinen Pause, war, wer die neue Nummer 1 wird. Können Sie das kleine Geheimnis lüften? Ja, noch nicht. Wir wollten es eigentlich heute nach dem Training machen, aber weil wir so lange trainiert haben heute, steht die Entscheidung, die ich aber logischerweise erst beiden Torhütern mitteile. Aber heute noch, dass sie auch mal einen halben Tag abkotzen können, dass dann aber morgen spätestens bei Abfahrt wieder Ruhe ist. Und das tut weh, weil wir haben 2 gleich gute Torhüter, kann ich so sagen. 2 gleich gute, die zwar andere Stärken und Schwächen haben, aber die auf einem Niveau sind. Und das ist für beide gut, dass sie sich betteln müssen, dass sie nie in Komfortzone geraten. Aber es kann nur einer spielen und das werden wir dann nachher mitteilen und erwarten da natürlich auch ein teamfähiges Verhalten von demjenigen, der nicht spielt. Wenn man den Namen nicht nennen kann, kann man denn vielleicht so ein bisschen die Gewichtung der Kriterien, also Torwartspiel ist ein relativ komplexer Vorgang, was gewichten die Trainer am höchsten? Ist es die Strafraumbeherrschung? Die Art und Weise, wie wir spielen, ist entscheidend. Und das können beide richtig gut. Der eine hat, Marcel Jon ist mit Sicherheit mit dem Fuß eine Klasse besser. Elias Börtner hat aber jetzt auch gezeigt, dass er in den letzten Spielen stabil
die Kette stand, durch gute Kommunikation, durch eine gute Präsenz. Aber wir sind in der Entwicklung und da bin ich als Trainer ja auch nur derjenige, der die Mannschaft führen darf und begleiten darf in ihrer Entwicklung. Und selbstverständlich spielen da auch die Bewertung der Spieler eine Rolle. Ne, denn am Ende müssen sie in einem Stadion, wo man nichts hört auf dem Feld, außer Fans, müssen sie ein Verständnis entwickeln. Und das am Ende war auch in der Entscheidung dann Zünglein an der Waage, weil sie sind wirklich beide gleich gut. Ist die Mannschaft, der Tortrainer, sind die mit in die Entscheidung ein bisschen einbezogen worden? Alle natürlich. Ich habe auch im Verein reingehört, was der Verein denkt. Alles, aber das am Ende entscheide ich. Aber trotzdem ist die Gewichtung so, dass man in alle Instanzen, dass man sich da austauscht, dass man sich Feedback einholt und dass man das bestmöglich für den Verein entscheidet, wenngleich das Leistungsprinzip ja schon mit sich bringt, dass ein Torwart auch Leistung bringen muss und nicht nur spielen muss, er muss gut spielen und muss der Mannschaft helfen beim Punkte holen. Und da wird es nicht so sein, dass wenn jetzt einer spielt, in Stein gemeißelt ist, dass der in 6 Wochen noch im Tor steht, sondern das wird bewertet. Ich werde allerdings nach einem Fehler einen Spieler nicht beim nächsten Spiel dafür bestrafen, sondern dann kriegt er gerade noch mal eine Chance, weil ich denke, diese Position braucht am meisten Liebe, weil das ist die Position, wenn du da einen Fehler machst, die auch sofort am krassesten bestraft bekommt. Und deswegen wird es mindestens immer 2 Spiele geben, wenn man... Ist das jetzt eine Entscheidung, mal, weiß ich, bis zum Hinrundenende oder erstmal bis... 2 Spiele erstmal, habe ich gesagt. 2 Spiele, weil wenn das erste Spiel eine Katastrophe ist, da gibt es ein zweites. Wenn es auch eine Katastrophe ist, dann wird gewechselt. Aber nochmal, wir brauchen nicht wechseln, weil wir haben 2 richtig gute. Und diese Entscheidung macht keinen Spaß, aber sie muss getroffen werden. Wir haben das, glaube ich, sehr, sehr fair entschieden. Wechselt ihr im Pokal nochmal die Torhüter? Oder? Ja, werden wir machen. Was ist mit den Keepern 3 und 4? Ja, Luca ist ja verletzt schon seit der Vorbereitung. Immer noch nicht. Nee, da ist auch mit Sicherheit noch, ich würde mal sagen, 1-2 Monate müssen wir noch warten. Plus dann die ganze Rehabilitation danach. Der Aufbau dauert ja auch noch mal Zeit. Leroy Zeller war die Woche krank. Er wird nicht mitfahren. Leroy verhält sich vorbildlich. Und das ist dann auch ein gutes Signal, dass du ja als Trainer verantwortlich für eine Mannschaft bist und nicht für die Einzelschicksale. Und wenn das jemand dann gar nicht gebacken kriegt, dass er teamfähig wird, aufgrund einer Entscheidung haben wir halt mit Leroy jemanden, wo man sich blind drauf verlassen kann. Das ist einfach auch dann ein gutes Gefühl. Aber ihr ist intern die Nummer 3 jetzt. Ja. Wenn man noch ein paar Takte über Rostock reden will, kommst du natürlich ins Spiel. Kannst du so ein bisschen skizzieren, was da oben erwartet an der Ostsee? Ja, ich glaube, wir sind oder wurden vom Trainerteam eingestellt, dass ja, da ein heißer Kessel, sage ich mal, auf uns wartet. Ist auf jeden Fall ein Stadion mit Wucht, wenn es da läuft. Wir hatten so ein ähnliches Spiel vor knapp 3 Wochen gegen Dresden, wo man sagen muss, dass wir das mit Bravour bestanden haben. Leider nicht belohnt, also nicht komplett belohnt. Und von daher wissen wir eigentlich, was auf uns zukommt, wollen da genauso wie, wenn man ganz ehrlich ist, in den letzten 9 Spielen in der Liga und auch im Pokal genau gleich spielen, was unsere DNA angeht. Also ja, ich weiß nicht, ihr alle habt die Spiele gesehen. Ich bin der Meinung, wir müssen genauso, wie wir spielen, weiterspielen, weil das ist einfach gut. Wir müssen halt einfach nur zusehen, dass wir uns belohnen, ganz egal wer. Bei uns ist der Stürmer der erste Verteidiger, von daher ist das auch nicht gleich der die Tore machen muss. Wir müssen uns einfach irgendwie belohnen, mal dreckig, durch einen Standard oder. Auf jeden Fall sind wir gut eingestellt und freuen uns auf das Spiel. Wie frustrierend ist das, wenn man bei deiner Diagnose denn die Belohnung einfach nicht einfährt, wenn man über Wochen einen solchen Aufwand betreibt und viele Punkte mehr hätte holen können und dann am Ende des Tages dann so im Grunde genommen wiederholen sich ja auch die Einschätzungen, die Statements und möglicherweise auch die Emotionen.
Ja, das gibt es manchmal im Fußball. Also ich habe auch woanders gespielt, wo man mal, keine Ahnung, 4 oder 5 Spiele hintereinander mal kein Tor geschossen hat als Mannschaft. Das ist halt so. Irgendwann platzt der Knoten und dann läuft es halt rein. Wie gesagt, also ich bin der Meinung, wir können da wenig besser machen. Ja, das letzte Stückchen, die Kirsche auf der Torte, keine Ahnung, halt das Ding über die Linie drücken und dann reicht es. Oder wir spielen es halt wie gegen Ingolstadt genau richtig, führen 1-0 und dann schießt die andere Mannschaft mal kein Traumtor gegen uns, dann wird das halt auch reichen. Also von daher, wir machen uns da eigentlich auch von der Mannschaft her gar keine Platte oder gar keine großen Sorgen. Also das würden wir auch nicht zulassen, weil es ist einfach gut, was wir da abliefern. Und wir müssen jetzt einfach zusehen, dass wir uns dafür belohnen. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass wir das tun werden. Und dann ja, kann es halt auch mal hintereinander reinregnen. Kannst du so ein bisschen noch skizzieren, wie die ersten Monate für dich gelaufen sind? Ist das, was dir erzählt worden ist oder was du in Erfahrung gebracht hast, eingetreten? Was ist so gekommen? Was war anders? Ja, ich habe total familiären Verein, der natürlich total riesig auch ist, kennenlernen dürfen. Der Trainer hat mir damals am Telefon gesagt, was hier abgeht, was hier los ist. Und das ist komplett so eingetroffen. Also ich glaube, durchweg positiv. Dazu noch Leute, die alles einschätzen können und nicht auf einmal, keine Ahnung, irgendwelche Luftschlösser bauen oder sonst was. Also bisher durchweg, ich kann nichts Negatives sagen über den Verein, über die Menschen hier, über die Fans. Also ich fühle mich total wohl, meine Familie fühlt sich wohl. Von daher alles top. Der Trainer möchte bestimmt noch ein paar Takte zur Aufstellung sagen. Nee, ich möchte mal eingreifen beim Thema Belohnung, Belohnung, Belohnung. Also wir haben noch bei keinem einzigen Spieltag unterm Strich gestanden als Aufsteiger, ne? Wir haben in Dresden einen Punkt geholt. Für mich ist das Belohnung. Ja. Wir haben uns schon einige Male belohnt dieses Jahr. In der Liga, die von den Namen her, ich glaube, noch nie besser war in der dritten Liga. Und wir spielen gegen Großkonzerne, wir spielen gegen jetzt einen Zweitliga-Absteiger, der mit Sicherheit anfangs seine Form gesucht hat, weil die dritte Liga dann ja vielleicht auch für den einen oder anderen Spieler, der dann da bleibt, ein kleiner Rückschritt ist und dann meint man ja, das geht dann auch ein bisschen spielerischer und dann spielst du bei Viktoria Köln mal und dann kommst du ins Stadion, sind fast nur Rostocker da und dann wirst du schon dein Spiel machen und dann verlierst du mal 3-0 und dann erdet das und darauf reagieren sie dann. Und wenn du siehst, wie die Stimmung da ist, also die werden uns nicht schenken, das ist ein Zweitligist, der schon in der ersten Liga gespielt hat, der, ich meine, Transfermarkt hin oder her, der teuerste Kader ist, außer die beiden Amateurmannschaften, die noch höher taxiert werden. Und das ist schon eine Wucht, die da auf uns zukommt. Und belohnen heißt für mich, in dieser Liga zu spielen und auf Augenhöhe mitzuspielen. Und jetzt kann man ja sagen, natürlich, die Kirche muss rein, natürlich. Aber dass wir die Kirche nicht reinkriegen, weil wir haben ganz wenig Gegentore bekommen, ist schon eine Belohnung. Weil wenn wir nur uns auf das Belohnen konzentrieren, dann werden wir abgeschossen in dieser Liga, weil diese Mannschaften einfach mal ein Zehntel der Chancen brauchen wie Regionalligisten, um ein Tor zu schießen. Und deswegen glaube ich, ich möchte nicht wieder das Wort Demut auspacken, aber so bald bin ich wieder dabei, wir müssen eine Balance finden in unserem Anspruch. Denn ich möchte nicht über Probleme, über Lösungen. Unsere Botschaft ist es, alle hier in diesem Verein müssen an diesem einen Strang ziehen. Vom Fan oben rechts, der eine Krawatte hat, bis unten zum Linksaußen auf dem Feld, müssen eine Richtung marschieren. Und die Einordnung von dem, was die Jungs leisten, DFB-Pokal bis zur 87. Minute zu führen. Natürlich haben wir keine Bank wie Holstein Kiel und wechseln Vita ab. Das muss auch mal an der Stelle sagen. So wechseln die Jungs ein, die haben letztes Jahr in der Regionalliga zum Teil nicht gespielt. Was soll man denn uns noch mehr belohnen? Wir waren noch nie unterm Strich. Und vielleicht sind wir mal unterm Strich. Vielleicht noch mal 3 Wochen. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir uns glauben und dass wir überzeugt sind von unserer Mentalität, von unseren Abständen auf dem Platz, von unserem Pressing, von unserem Umschaltspiel. Weil auf individueller Ebene, wenn wir sagen, wir spielen auf jeder Position um die Wette mit dem Gegner, da wird es nicht reichen, das kann ich jedem sagen. Da kann hier jeder oben sitzen, wo ich gerade sitze. David Copperfield vielleicht, aber wir kommen aus der Regionalliga und da müssen wir Dinge investieren, die müssen andere nicht investieren. Und dafür belohnen wir uns verdammt gut. Und jetzt zu sagen, wir belohnen uns nicht genug. Ich finde es gut, dass er diese Mentalität reinbringt, weil er will gewinnen und das ist auch gut, aber man darf nicht verkrampfen. Ne? Sondern wir müssen immer mehr Bock drauf haben, ein Tor zu schießen,
als Angst davor, es nicht zu machen. Weil das liegt ja dann nah. Ne? Dann werden die Minuten kein Sieg. Ja klar, wir haben in Dresden gespielt, wir haben gegen Waldhof Mannheim gespielt und wir haben gegen Ingolstadt gespielt. Dass man da mal drei Spiele nicht gewinnt, das ist vielleicht nicht so normal für einen Aufsteiger. Das haben auch alle anderen Aufsteiger nicht gehabt, das Programm. Insofern brauchen wir eine innere Mitte. Und von der können wir wunderbar arbeiten. Und jetzt noch einen Satz zur Aufstellung. Herr Pauli, Sie haben heute ein weißes Hemd an. Sie sehen so unschuldig heute aus. Ich verrate Ihnen gar nichts. Aber ich verrate Ihnen, wir sind sehr mutig. Noch mutiger als sonst. Ist das ein dezenter Hinweis darauf, dass der berühmte Anton Heinz wieder in die Startformation rutscht? Wenn er gut trainiert und wenn er seine Leistung morgen Training nochmal zeigt, könnte es sein, dass er spielt. Aber Herr Pauli, Sie kennen mich jetzt auch schon über ein Jahr. Ja, ist immer ein ist immer ein bisschen tagesformabhängig. Mal ist der Trainer ein bisschen gesprächiger bei dem Thema. Ja klar, wenn du aus 10 Siegen kommst letztes Jahr, da kann ich ja jedem schon sagen, da können wir öffentlich trainieren. Da wissen Sie auch schon von Fans schon. Das geht dieses Jahr nicht mehr. Wir müssen uns anpassen. Es gab noch ein trauriges Thema in dieser Woche, der frühe Tod von Bart Mollenberg. Wird die Mannschaft am Samstag im Trauerflow spielen oder ist geplant, beim nächsten Heimspiel darauf einzugehen? Also ich persönlich hoffe es, weil das diesen Verein auch auszeichnet, dass wir da sehr eng sind. Und er war ja letztes Jahr auch schon mal hier. War, glaube ich, eine Spendenaktion und durfte ihn kurz kennenlernen oben im VIP-Raum. Sowas ist nie schön. Und gerade in Aachen mit der Historie aus der Zeit ist ja schon Werner Fuchs gestorben und ja, zum Glück leben die anderen noch aus dieser Mannschaft. Aber ich hoffe, dass der Verein das hinkriegt. Ich weiß nicht, ob die Statuten das erlauben. Wir werden am Samstag jetzt im Trauerflor spielen. Siehst du, dann hat der Verein das richtig gut gemacht. Weitere Fragen, Christoph? Das ist nicht der Fall. Dann sehen wir uns am Samstag um 14 Uhr im Ostseestadion. Vielen Dank. Bis dann.